Willkommen zurück, Leute, zu Sonic Generations. Wir betreten die Chemical Plant Zone im Akt 2 mit dem 2D-3D Sonic, also beziehungsweise dem modernen Sonic. Und ich meine mich zu erinnern, dass das ein ziemlich cooles Level war. Alter. Und es sieht auch schon richtig, richtig krass aus. Ich meine, man hat das damals schon gesehen, ne? Und so, und auf Bildern und dachte sich, das könnte ein geiles Sonic werden. Und es wurde ein geiles Sonic. Dankeschön, Sega. Hab euch lieb. Dieses Spiel. Wow, ich dachte gerade, ich lande da nicht drauf. Kurzfristig Angst gehabt. Ich bin jetzt gar nicht mal so darauf aus, immer hier S-Ränge und so zu holen. Das ist mir nämlich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich sehr egal. Viel wichtiger ist es mir, nicht tausendmal zu sterben. Das wäre schon, das könnte man schon als eine Art Anliegen von mir sehen. Ich will nicht tausendmal sterben. Yay, Kisten schieben. So geil. Das macht Spaß. Das ist genau das, was ich in einem Sonic-Spiel will. Kisten schieben. Gut, dass ihr das mit eingebaut habt. Das wäre sehr langweilig gewesen. Uah. Eigentlich... Naja, wie gesagt, eigentlich... Nein! Oh, please! Please, Sonic! Mach doch keinen Scheiß hier. Töte ihn. Den Sausack. Und den lässt du... Kannst du gleich außen vor lassen. Der interessiert uns überhaupt nicht. Okay, gut. Voll die nervigen Gegner erinnern mich ein bisschen an Mega Man. Knallharte Typen sind das. Oh, Wasserrutschen. Gefallen mir. Sehr gut. Mann, so mal wieder ins Schwimmbad rutschen gehen. Ey, das ist schon lange her. Oh, geil. Ja, das macht schon Spaß so. Also, das muss ich echt sagen. Und das ist halt das Gute an diesem Spiel. Es gibt halt einfach... Naja, nur Sonic Gameplay ist gelogen. Das ist gelogen, aber der riesengroße Hauptbestandteil dieses Spiels ist halt Sonic Gameplay und damit weiß ich schon zu gefallen. Okay, wir müssen zusehen, dass wir hier aus dem Wasser kommen. Das ist eigentlich auch so eine Sache, wo ich gar nicht hin wollte, aber hier gibt's Luft. Habe ich Luft bekommen? Ja, jetzt definitiv. Dankeschön fürs Hochschieben und... Ah, wir kommen raus, gut. Ja. Nein! Genau, wieder hoch. Ich möchte schon... Genau, einfach da hoch und dann... Kann es, denke ich mal, noch gar nicht mehr allzu weit sein bis zum Ziel. Ja, die Chemical Plant Zone ist auch so ein Level, was ich eigentlich im Sonic-Universum sehr, sehr gerne mag, weil Sonic Adventure... wegen Sonic 2... Sonic the Hedgehog 2 auf dem Mega Drive war so das erste Sonic, das ich tatsächlich gespielt habe. Und ja, das war schön. Ein schönes Spiel, macht Spaß. Oh, genau, das wusste ich. Ich wusste, dass das jetzt passiert. Und wisst ihr, warum ich das wusste? Weil ich das noch weiß von früher. Und ich mir echt nicht sicher bin, wie ich vernünftig auf diesem... Ja, genau. Ich sollte nämlich nicht auf dem Ding landen. Ich muss das andere anspringen. Was meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr unfair ist. Dass man so sagen darf. Oh, geil. Wir haben voll viel übersprungen. Super gut. Reicht schön aus, Sonic. Du bist ein guter. Du bist ein guter. Nein. Dann müssen wir in den roten Ring landen. Sonst klappt es nicht. Wunderbar. Und da ist schon das Ziel. Geil. Ging ja eigentlich relativ fix. Habe auch gemerkt, dass der erste Part echt scheiße kurz war. Das war eigentlich nicht unbedingt das, was ich wollte. Sonic! Tails! Diese Chemiefabrik kommt mir bekannt vor. Ein Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Ich bitte euch beide, ihr müsst euch doch daran erinnern. Es kann ja nun echt nicht sein, dass ihr das nicht mehr wisst. Das geht nicht. Ist zwar einige Jahre her, aber... Was vergisst man doch nicht? Please. Oh mein Gott, Amy. Oh mein Gott, Amy. Du hast
dachte schon, ich könnte nie wieder mit dir flirten. Das wäre ja doof. So cool, dass ich mit dir rumhängen kann. Sonic, komm jederzeit zu mir. Hi, ich bin Omochao. Ja, der hat einen Laden. Da kann man irgendwie Fähigkeiten kaufen. Habe ich aber damals nie gebraucht, muss ich sagen. Und deswegen denke ich auch mal, dass ich sie jetzt nicht brauche. So, wir gehen zu Sonic 3 und Knuckles. Wir fangen natürlich... Wir sind vernünftig. Und fangen mit dem klassischen Sonic an. Ja, man spielt erst Akt 1 und dann Akt 2. Und nicht andersrum. Hier ist die Musik so gut. Eines der besten Lieder im Spiel. Das beste Lied ist natürlich City Escape. So viel kann ich euch schon mal spoilern. Es kommt ein Sonic Adventure 2 Level. Und das ist das wunderbare City Escape Level. Könnte man vor kurzem im One-on-One gesehen haben. Ja, wenn ihr fleißige One-on-One-Zuschauer seid, dann habt ihr es gesehen. Denke mal, ihr seid es, ne? Natürlich. Wenn ihr hier Sonic guckt, dann guckt ihr auch mein Sonic Adventure 2 vs. MOG Penis-Videos. Ne, die guckt ihr. Oh, ich habe ja gar keinen Spin-Dash. Ich denke mal, ich kann da ran-dashen. Kann ich aber gar nicht. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Das nächste Level würde ich ganz gerne haben. Dankeschön. Ich glaube, ich hatte mit diesem Level damals ein bisschen Probleme. Auch wenn es jetzt... Es sieht eigentlich ganz einfach aus, ne? Aber ich meine, hier gibt es so ein paar Stellen... Ja, genau. Ein paar Stellen, die leicht unfair sind. Wir haben mit 7 Leben. Stelle ich gerade fest, es wäre... Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre sehr schön, wenn ich jetzt die 100 Ringe mal voll kriegen würde. Aber, dass wir die irgendwann mal des Öfteren voll haben, ist relativ... fällt das Wort nicht ein? Unwahrscheinlich, Alter. Das war ein Gehirnhänger. Aber vom Feinsten. Okay. Und bam! Sehr schön. Oh, das ist so... Boah, macht das Spiel Spaß. Leck mich am Arsch. Und da hinten, Eck, was weiß ich nicht, wie er das damals genannt hat. Boah, sieht das... Das sieht cool aus. Das sieht doch so cool aus mit dem Robotnik-Face da drauf. Ich finde, das ist jetzt schon sehr viel Style. Achso, okay, da geht's. Oh, der Crap, genau, ich erinnere mich. Ja, ja. Jetzt kann man mit diesem Ding hier so mehr oder weniger fahren. Es wird aber immer weniger. Wir müssen also zusehen, dass wir vorwärts kommen. Ich meine, das gibt's auch noch in doofen und schweren Versionen. Wow! Alter, das war knapp wie Sau. Gibt's auch, glaube ich, noch in dummen und schweren Versionen und werdet ihr sehen. Ich habe leider Sonic und Knuckles nie gespielt. Ich habe es maximal wohl mal als Let's Play gesehen, aber weiß nicht, wo ich hin muss. Komm ich hier hoch? Ja. Ups. Okay. Ah, alles klar. Ja, maximal als Let's Play gesehen, das Ding. Und fand ich es da... Ja, ist ein gutes Spiel, Sonic und Knuckles, beziehungsweise Sonic the Hedgehog 3. Ich glaube, Sonic the Hedgehog 3 ist im Grunde auch irgendwie Sonic und Knuckles, oder? Das ist so... Es ist miteinander verbunden über dieses Stop-and-Swap-System. Konnte man ja damals zusammenstecken, ne? Erzähl ich euch ja jetzt bestimmt nichts Neues. War auch für Banjo-Kazooie geplant. Ne, wollt ihr dein Ernst? Und gleich erzählst du uns noch, dass Doki Doki Panic Mario Bros. 2 ist, oder? Nein, das wollte ich euch gar nicht erzählen, aber... ich hau hier die Insider-Infos raus, der Wahnsinn. Nö. Okay. Ist ja gut. Ja, aber so war das früher. Hab ich nie gespielt, meine Fresse. Meine einzige Sonic Mega Drive-Erfahrung ist halt der Mega Drive meiner Tante. Und da war Sonic 1 und 2, den ich bekommen hatte mal und ja... Da habe ich diese beiden Sonic-Spiele auch sehr gerne gespielt, aber dann halt keine riesengroßen Erinnerungen dran. Es war übrigens ein S-Rang. Ich wurde aber einmal getroffen, das weiß ich. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Sky Sanctuary. Sieht man das eigentlich, bevor man da reingeht? Also wenn man noch mit keinem Char drin war? Frage ich mich gerade. Na, ist auch egal.
Sky Sanctuary, Act 2. Oder war der so schwer? Ich meine zumindest, dass dieses Level eine gewisse ordentliche Schwierigkeit bereithielt. Stellenweise nächsten. Genial. Wie ich halt bin. Da steht's, ey. Nein. So dumm. Sonic. Du hast keine Ringe. Kollege, du hast keine Ringe. Reiß dich am Riemen. Ja, reiß dich bitte am Riemen. Okay. Ringe. Ah, oh, Gott sei Dank. Wäre nicht nerven, aber ohne Ringe wird es dir nicht gut gehen in diesem Spiel. Ist es halt so. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ups. Fuck. Okay, hier ist wieder so eine... Das ist eine Geduldsprobe. Geduldsproben sind in Spielen generell für mich ein Problem, aber in Sonic doppelt schwer, weil... Ja, ich habe halt immer noch dieses Gefühl, das einfach auch ein bisschen falsch ist, dass man Sonic immer super mega kackschnell machen muss. Also schneller als schnell im Großen und Ganzen. Aber das stimmt nicht. Ich meine, klar, es gibt Passagen, wo du sehr schnell sein kannst, wie jetzt hier zum Beispiel, ja. Aber dann muss man sich halt auch wieder darauf berufen, dass es mal... Uah, nein! Her damit. Dass es auch Stellen gibt, in denen man chillen muss. Ganz cremige Stellen gibt es halt auch, aber das will man irgendwie in einem Sonic nicht einsehen. Geht's nur mir so oder geht... Tap, ja auch dieses Problem. Denke ich, werde da ja wohl jetzt hier nicht der einzige Spacko sein, der... ein extra Leben. Genau, hier war es, glaube ich, schwer. Hier hatte ich so meine Schwierigkeiten. Aber bis jetzt, es läuft echt extrem gut. Es läuft echt extrem gut, muss ich so sagen. Lebenstechnisch verlieren und so ist ja eigentlich kaum der Rede wert. Oh, man kann auch so auf den Boden stampfen. Mhm. Gut zu wissen. Ich glaube, hier sind wir auch schon so ziemlich am Ziel. Sollte so sein. Ich meine, wir sind schon 2 Minuten 16 im Level. Das ist ja unfassbar lang. Geht ja gar nicht. Nee, also hier würde ich jetzt zum Beispiel keinen Mega-Speed ansetzen. Naja, hier sind Sprungpassagen zwischen. Ich bitte euch. Müssen wir das schaffen. Und es ist immer gut, möglichst lange oben zu bleiben. Denn wenn man nicht oben ist, dann ist ein Fall nach unten schlimmer. Ja, hier kannst du dich noch eventuell abbremsen irgendwie. Das hast du halt an anderen Stellen nicht so wirklich. Oh mein Gott. Aber das Schöne ist, in diesem Spiel sind sie schon relativ fair geworden. Denn wenn eine Stelle ist, wo kein Boden ist und du das nicht siehst... Oh, please. Wenn so eine Stelle kommt, wo kein Boden ist und du das nicht siehst, hast du wenigstens so ein Hinweisschild, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Das ist schon sehr fair. Das ist schon... Oh, der Pisser. Der Pisser hat uns den Weg versperrt. Ich denke, jetzt haben wir dadurch es schwieriger, oder? Naja, nicht wirklich. Es darf enden. Freude der Nacht. Es darf enden, dieses Level. Einmal gestorben. Ich glaube, in meinem ersten Let's Play bin ich hier so oft verreckt. Da Fug! Was? Was soll stabil aussehen, Omo Chao? Würdest du dich bitte klarer ausdrücken? Oh Gott, das war schon wieder knapp. War schon wieder scheiße knapp. So, gibt's Speed. Machen wir Dampf hier. Oh, so cool und da... Alter, und so dicht an diesem Eck. Chip. Keine Ahnung, wie heißt es? Mann, das hat einen ganz markanten Namen, glaube ich sogar. Kann man eigentlich kaum verpeilen. Schon wieder ein S-Rang? Da was? Ich wundere mich gerade wirklich hart, dass ich hier so viele S-Ränge rauskloppe. Ohne Spaß. Ist wahrscheinlich voll einfach, so einen S-Rang zu bekommen, aber... bin trotzdem verwundert. Danke für die Hilfe, war ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Sky Sanctuary wieder habe.
Was ist das für ein Ort? So weiß und gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, der Knuckles. Ja, und jetzt kommt das Doofe an dem Spiel. Herausforderungstore sind erschienen. Neue Herausforderungen erwarten dich in jedem Akt. Es gibt 5 Herausforderungen in Akt 1 und Akt 2. 10 insgesamt. Neben allen Herausforderungstoren gibt es ein Symbol, das dir zeigt, welche Art von Herausforderung dich dort erwartet. Tempo, Technik, Doppelgänger, Freunde, Gegner, Objekt, Ring, Jonglieren oder Befreien. Moment, und jetzt sehen wir auch gleich, warum wir... Was ist das? Den grünen... Das kenne ich nicht. Das werden wir im nächsten Part mal angehen. Das ist mir völlig neu. Finde 3 Boss-Tor-Schlüssel, um das Boss-Tor aufzuschließen und stelle dich dem Boss. Du bekommst Boss-Tor-Schlüssel, indem du einen Herausforderungsakt in Akt 1 oder 2, Akt 2 spielst. Komm zurück, wenn du einen Schlüssel hast. Jupp, jetzt müssen wir halt jeweils von jeder Welt einen Herausforderungsakt spielen. Und damit werden wir im nächsten Part anfangen. Aber vielleicht fangen wir auch mit dieser Casino-Night-Zone da an, denn das ist mir halt noch gänzlich fremd und... Naja, ich will's wissen. Sagen wir mal ehrlich, ich möchte wissen, was es hiermit auf sich hat. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.